ich bin heute in der Funktion hier, dass ich eine von 47.000 bin, die eine Petition unterstützt zur Abschaffung der Pflegekammer in dieser Form, wie sie jetzt gerade da ist. Anja, Krankenschwester aus Oldenburg. Die Pflegekammer ist nicht die Stimme der Pflegenden, sonst hätte sie nicht von Anfang an unser Vertrauen missbraucht. Wir müssen uns das Vertrauen der Patienten und Angehörigen durch Empathie und Ehrlichkeit verdienen. Doris sagt, sie ist ein einfaches Danke für die Pflegekräfte hätte auch gereicht. Es hat bis jetzt keiner verstanden, dass das ganze Pflegesystem gerade zusammenbricht. Die Pflegekammer trägt gerade ganz viel dazu bei. Dann sagt Luna, Altenpflegerin aus Wenningsen, ein kostenpflichtiges Sprachrohr des DBFK, das uns per Zwang kompetenzlos übergestülpt wurde und deren Vorstand Pflegekräften öffentlich mit Arroganz, Spott und Diffamierung begegnet, hat kein Vertrauen verdient. Maren ist Kinderkrankenschwester aus Hildesheim. Warum reicht 50% Anwesenheit bei Kammersitzungen aus, um die volle Aufwandsentschädigung zu erhalten? Daniel ist Krankenpfleger aus Göttingen. Die Pflegekräfte werden per Gesetz gezwungen, ein Überwachungsorgan zu finanzieren. Petra ist Altenpflegerin aus Hemslingen. Mich stört der Zwang, in der Kammer Mitglied sein zu müssen. Maren ist Kinderkrankenschwester aus Großefehn. Wie kann der Widerspruch so vieler Pflegekräfte so klein gemacht werden? Frank B. fragt, es geht nicht um die entstehenden Kosten, sondern dass wir uns durch die Kammer nicht vertreten sehen wollen. Sabine ist PDL aus Hahnmünden. Mangelnde Transparenz und Kommunikation mit angeblichen Informationsschreiben schaffen kein Vertrauen und können keine Stimme der Pflege sein. Nadine ist Krankenschwester aus Sulingen und sagt, die Pflegekammer vertritt nicht die Interessen. Sie schadet im Moment meinem Ruf als Pflegekraft. In den Medien stellt sie sich völlig missverstanden dar, bittet um zweite Chance, weil sie ja so gut für die Pflege ist, stellt aber gleichzeitig ihre Mitglieder als aufgebrachten Mob und dumme Mitläufer dar. So will ich nicht vertreten werden. Mike ist Gesundheits- und Krankenpfleger und sagt, andere fahren die Pflege gegen die Wand und die Pflege soll jetzt für den Schaden finanziell aufkommen. Henny ist Pflegefachkraft. Der Vorstand hat die Kritik ganz klar nicht verstanden, da er immer noch nicht zurückgetreten ist. Das Vertrauen zur Basis ist zerstört. Bettina ist Gesundheits- und Krankenpflegerin aus dem Landkreis Kloppenburg. Seit 6 Jahren ist sie Berufsaussteigerin und soll trotzdem zahlen, da ich mein Wissen anwenden könnte. Pia, Altenpflegerin aus Braunschweig. Ich brauche keinen, der mir etwas über Professionalität und Berufsethik erklärt. Was benötigt wird, ist ein besserer Personalschlüssel, um dieses umsetzen zu können. Deswegen Nein zur Pflegekammer. Mike ist Gesundheits- und Krankenpfleger. Wir brauchen eine Stimme, keine Frage, aber keine aufgezwungene. Nadine ist Krankenschwester aus Hannover. Die Pflegekammer unterstellt uns, in den letzten Jahren qualitativ schlechte Arbeit geleistet zu haben. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Pflegenden. Yes. Thank you.